Zum Totlachen. Nur damit du im Bilde bist. Das war alles geplant. Und überhaupt. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen diese Dingensäure finden, um dich wieder zu einem echten Menschen zu machen. Diese Dingensäure. Clever. Oh Gott. Also, Licht haben wir gemacht. Nukleinsäure finden. Okay, naja, das ist klar, dass wir die Nukleinsäure finden müssen. So, hier kommen wir nicht durch. Ist das hier nicht Nukleinsäure? Nee, ist Wasser. Ich weiß, ist Wasser. Ein Drehkreuz. Klappt nicht. Ich tappe hier scheinbar im Dunkeln. Absolut. Brauchen wir für später hier. Ja, cool. Wenn du wieder groß bist, werde ich dich nie wieder töten, dreiteilen oder in einen Säugling verwandeln. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ach, Goal, du verzeihst mir alles. Das mag ich so an dir. So süß. Ja, haben wir hier noch was? Was machen wir denn jetzt hier? Dunkelheit. Irgendwas bewegt sich da hinten. Wie bitte? Nennst du mich etwa einen Angsthasen? Du kannst ja gerne selber nachgucken, Fräulein Großmaul. Siehst du? Sie lebt. Das ist die Hauptsache. Anscheinend komme ich hier erstmal ja nicht weiter ohne irgendwas anderes. Ich gucke ja hier so. Ist ja nicht weiter. Am Fenster, ja. Draußen ist so ein schöner Tag. Und ich hänge hier in der Gosse rum. Ich komme hier erstmal ja nicht weiter. Ja. Gehen wir nochmal zu Imtech. Oder nee, warte mal. Wir gehen mal zu ihm hier. Gulli. Huhu. War da was? Ist da jemand? Horrido! Ach, da oben. Wahrscheinlich nur Einbildung. Keiner da. Keiner da. Na doch, ich bin noch da. Wow. Hier ist ein Rohr. Was ist ja hier? Kiste. Etwas. Hallo? Ist da jemand? Verdammte Hacke! Dieser Schweinescheinwerfer versaut mir den ganzen Plan. Solange der Wachmann nichts Besseres zu tun hat, bleibe ich lieber hier im Schatten. Ach so. Muss ich die irgendwie ablenken? Ach, hier ist ein Knopf. Endlich funktioniert hier mal was. Ich wette, die anderen beiden kommen nicht so gut voran. Diese Safthainis. Was ist das? Und zum Abschluss unseres heutigen Programms habe ich noch einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Ihr kennt ihn alle. Ihr liebt ihn alle. Und hier ist er nun mit seinem aktuellen Smash-Hit. Cowboy Dodo mit Schau mich an. Eine solarbetriebene Leuchtreklame. Sehr fortschrittlich. Yeah! Das sieht ein bisschen aus wie Stefan Raab. Du weißt nicht, was du willst, wer du bist, wo du stehst, woher du kommst, wo du bleibst oder kurz wohin du gehst. Aus eigener Kraft, nie irgendwas geschafft. Völlig ehrenhaft schmorst du in deinem Saft. Es ist okay, du bist autark, wie Metall mit Eigenleitung. Du schaffst von nichts, doch wenn du schaffst, dann wär's eine Eigenleistung. Du holst dir nie ein Rat, liest nie eine Morgenzeitung. Hast von nichts eine Ahnung und hast doch eine eigene Meinung. Das ist okay so. Dann holst du auf das Ego, was mich nervt, fragt man dich, na, wie geht's dir? Sagst du, geht's? Warum kriegen alle Spacken was gebacken und ich mente? Warum bleibt die ganze Kacke an mir backen? Alter, wenn die dir nicht helfen lässt, dann bist du selber schuld daran. Willst du wissen, wie das geht, dann schau mich an. Wo? Schau mich an. Alter, brauchst du eine Brille? Wächst die Grille auf der Pupille? Hast du was am See? Hallo? Cowboy Dodo, dip, dap, Dodo, schau mich an. Ey, Cowboy Dodo, spot auf den Cowboy.
Nee, doch. Cowboy Dodo Fan. Jetzt, da er abgelenkt ist, muss ich nur noch eine offene Kiste finden. Vorzugsweise eine, die nach Elysium mitgenommen wird. Und schon heißt es... Goodbye, Deponia. Schade, dass Goal nicht hier ist. Ich hätte ihr Schicksal nicht diesen blöden anderen Rufus überlassen sollen. Ach ja, wenn man nicht alles selber macht. Ich wette, die anderen beiden kommen nicht so gut voran. Diese Saftheinis. Die kommen schon gut voran. Okay, jetzt ist es leiser. Ich dachte, ich muss jetzt hier, während die da hinkicken, die Kisten durchsuchen. Aber gut, die sind ja weiter abgelenkt, deswegen war ich jetzt ein bisschen irritiert. So ein Quark. Die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Und die hier? Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium geht. Ja, weiß ich doch nicht, welche nach Elysium geht. Da, da ist ein Schiff. So ein Quark. Die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Na, wer sagt's denn? Die hier geht nach Elysium. Okay, die sind alle mit einem Nummernschild verdingst. Die auch. Scheibenkleister. Solange da was draufsteht, bekomme ich die nie auf. Scheibenkleister. Solange da was draufsteht, bekomme ich die nie auf. Ja, na, ich krieg nichts auf hier. Hier ist gar kein Etikett drauf. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte lieber... Ja, ist halt gut, aber die sind doch alle zu... Elender Murks. Die ist zu klein, um mich darin zu verstecken. Oh mein Gott, was denn noch? Hier, die hier? So ein Quark. Die ist mit einem... Ja, ich habe ja jetzt alle Kisten. Hier hinten. Ach nee, da war ich ja auch. War ich hier schon? Ich muss wohl eine andere. Okay. Jeder? Ich muss wohl eine. Okay. Und jeder? Offenbar. Aber was soll's? Ich wette, ich frag. Was? Ich muss wohl eine. Ich muss. Offenbar. Aber ich nicht. Ich muss wohl ein. Offenbar kann sich die Suche nach der richtigen Kiste noch ein bisschen hinziehen. Ja. Aber was soll's? Ich wette, ich bin schon viel näher am Ziel als die anderen. Ach so, das hatte ich schon. Die da, ach, die hatten wir ja auch schon, oder? Na, die schon? Ich muss wohl eine ab. Das ist doch... Ich sollte lieber eine Kiste... Das ist doch Zeit. Ich sollte lieber... Ja, dann weiß ich nicht. Dann brauche ich irgendwas. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Zu blöd, dass der Orga nun ausgerechnet hier seine Hauptverwaltung hat. Wie stehen wohl die Chancen, mich durch den kompletten Turm bis zum Aufstiegszoll durchzuprügeln? Hm, plus minus 50-50. Komplette Organon zieht sich in die Hauptverwaltung zurück. Es wird schwierig werden, sich unbemerkt dort hineinzuschleichen. Mhm. Das stimmt. So, wie komme ich jetzt hier wieder? Ich komme jetzt hier erstmal nicht weiter. Ich muss hier irgendwas finden. Gehen wir erstmal nochmal zu ihm. Hier ist jetzt ein Licht aufgegangen. Drehkreuz. Ja. Eine Sache noch. Bevor ich dort in der Finsternis für etwas Erleuchtung sorge, stell dich immer zwischen mich und die menschenfressenden Monster. Wir wollen ja nicht, dass mir was passiert. Ich staune immer wieder, wie dämlich diese Organons sind. Und jetzt, nach dem einmaligen Erfolg von Schau mich an, ist es uns eine Freude, die erste exklusive Hörprobe seiner neuen Single präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich mit uns auf Cowboy Dodo mit Schau dich um. Oh Gott, jetzt auch noch die B-Seite. Du glotzt ja immer noch, schlimmer noch. Du kommst ja nicht mehr runter wie eine Zeitung aus dem Sommerloch. Reg dich ab, leg dich ab, schnapp nicht über. Du weißt doch selber, wer nicht nachgibt, wird nicht klüger. Also guck mal doof, reicht schon, das ist hier eine Live-Show. Sei es drum, du weißt schon, ich bin hier der Maestro. Hab ich Soße an der Fratze, krieg ich da eine Glatze. Läuft nicht was auf YouTube, irgendwas mit Katze. Du schaust mich an, als gäb's grad nichts anderes in der Plötze. Ich kann's nicht einmal übel nehmen, weil ich genauso kotze. Wenn ich überall nur Schrott seh, glaube mir, das tue ich. Denn wir wohnen ja auf Deponia, da ist halt nicht so blumig. Überall übel ist auch irgendwo Elysium. Da stehst du falsch rum und schau dich um. Was ist dein Problem? Gibt's hier irgendwas zu sehen? Ey, was glotzt du denn so dumm? Schau dich um. Hast du Scheuklappen, Schleudertrauma, Schiss oder Rheuma? Bist du taub, bist du stumm? Mann, schau dich um. Hör auf Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, schau dich um. Ey, Cowboy Dodo, dip, dap, turbo, dup, bip, 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 schau dich um. Hör auf. Ja, da hat er gar nicht so unrecht. Man sollte sich wirklich viel mehr umschauen im Leben. Sonst verpasst man doch die ganzen Eindringlinge.
Hacke, Mann! Oh! Das ist ja entsetzlicher als befürchtet. Bist du mein Papa? Oh Gott, das will ich nicht hoffen. Und wenn doch, dann schlägst du eher nach deiner Mutter. Ich bin Rufus. Entschuldigen Sie bitte die mangelnde Zurückhaltung meiner Schwester. Sie freut sich nur, dass wir endlich einen Erwachsenen gefunden haben. Ich bin Rusty. Das da ist Gretchen und unser kleiner Bruder heißt Hansel. Ein Strohhalm namens Hansel? Eure Eltern waren echte Sadisten, hä? Zumindest haben sie uns hier in der Kanalisation ausgesetzt. Wir irren schon eine ganze Weile alleine durch die Dunkelheit. Können Sie uns vielleicht helfen? Können kann ich schon, aber wollen tue ich nicht. Verzieht euch! Aber das ist nicht die angemessene Reaktion. Als Erwachsener haben Sie die Verantwortung, armen Kindern in Not zu helfen. Mag sein, aber ich habe ja schon einen Rotzbalg an der Hacke. Ich kann mich doch nicht zerreißen. Ihr helft euch mal schön selbst. Husch! Ich dachte erst zum ersten Augenblick, dass es die Oma ist von Bozo. Also, wo ich die hier gesehen habe. Sieht so ein bisschen aus. Aber nein, es ist ein Junge. Ja, ein Teenie. Na, da habe ich mir was eingebrockt. Sitzt! Platz! Na, hören Sie mal! Wir sind doch keine Hunde! Das kann man wohl sagen. Hunde sind intelligent und verstehen einfache Kommandos. Sitzt! Platz! Na, hören Sie mal! Achso, okay. Ja, ist ja gut. Also anscheinend redet nur er, Gretchen nicht. Ja, wieder ein Ohr. Sie hat ja Wasser vorm Mund. Und der Kleine mit dem Strohhalm. Nicht schlecht. Kann ich hier weiter, jo? Ach du Scheiße. Hey, wenn ich euch nicht helfe, müsst ihr mir auch nicht hinterher dackeln. Ich befinde mich auf einem gefährlichen Abenteuer. Aber wir brauchen doch Ihre Hilfe. Und ich sage euch, das ist nichts für Kinder. Ihr könntet in ein Plasmagefecht geraten. Oder gleich von dieser Hexe da drüben aufgefressen werden. Also wenn ihr mich fragt, sieht die ganz schön hungrig aus. Na also, ich verbitte mir solche Unterstellungen. Ich esse doch keine Kinder. Ach nicht? Ja, was treiben Sie denn dann hier? Ich sammle alte Flaschen und verkaufe sie dem Sewers Inn. Hier unten gibt es einen Pub? Na wunderbar. Das ist doch jetzt hier Oma von... Auf? Hey. Augenblick mal. Ihnen ist nicht zufällig ein Behälter mit einer grünen Flüssigkeit untergekommen? Doch. Und ich habe die 5 Zloty dafür bekommen. Großartig. Siehst du, Goal? Ich hab doch gesagt, ich rette dich. Ach, wie süß. Pappbesuchung? Papp? Heißt, ich muss zum Pub oder was? Erstmal gucke ich mich mal hier weiter um. Hier ist ein Pilz. Man braucht keine mykologische Ausbildung, um zu erkennen, dass dieser Pilz hier vollkommen ungefährlich ist. Kann man den nehmen? Der will nicht. Aua! Pantexe. Hier ist auch ein Pilz, der will bestimmt auch nicht, wa? Stopp. Okay. Aua! Da kommt grünes Zeug raus. Hier beißt du zu. Und was ist mit der hier? Ah. Die schießt kleine Raketchen. Okay. Was muss ich jetzt denn hier hin? Wir sollen mitkommen. Süß. Ihh! Du spinnst, Rolfi. Wieso denn? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern. So. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden das sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Ja. Okay. Ideale Stelle für ein Nachtlager. Oh Gott, ich bin gerade Brust. Untere Steckdose, hoch.
muss hier auf jeden Fall noch irgendwas machen. Fernseher. Ich gehe erstmal nochmal zurück. Ich will mich hier erstmal umgucken. Bevor ich. Ach ja, zur Laterne, genau. Fand ich so. Mann, noch irgendwas mit ihr. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Das sind nicht meine. Sie scheinen das anders zu sehen. Ja, aber ich hab's mir nicht ausgesucht. Glaub ich dir gerne. Falls du einen Tipp willst. Mama Cosimas selbst gehäkelte Schlupftüten sind extrem reißfest. Wo haben sie die... Oh. Wo ist hier eigentlich der Ausgang? Aus der Kanalisation? Es gibt keinen. Wer einmal hier unten gelandet ist, ist dazu verdammt, auf ewig hier zu bleiben. Auf ewig. Auf ewig. Dafür, dass Sie keine Hexe sind, schlagen Sie aber ganz schön auf die Kacke. Entschuldigung, seit ich die Pille abgesetzt habe, leide ich permanent unter diesen seltsamen Stimmungsschwankungen. Die kommt hier nie wieder raus, deswegen auch die ganzen Flaschen, die sie hier gesammelt hat in der Kanalisation. Wo haben Sie die Nukleinsäure noch gleich hingebracht? Ich habe sie für die 5 Slotti an das Suez Inn verkauft. Life sagt, es sei eine Art Superdünger. Aber es war mein Superdünger. Das konnte ich nicht wissen. Immerhin werden ständig passable Düngemittel in die Kanalisation gespült. Und es passiert eher selten, dass Leute hinterher kommen, um Besitzansprüche anzumelden. Sie haben also 5 Slotti? Ja. Alle 5. Hä? Hier in der Kanalisation gibt es nicht viel Geld. Genauer gesagt, es gibt exakt 5 Slotti. Und im Augenblick gehören sie mir. Klingt nach einem sehr überschaubaren, stabilen Währungssystem. Das war es. Bis Hedgefonds und Spekulationen am Finanzmarkt zu massiven Leistungsbilanzdefiziten führten. Ja, verstehe. ja, verstehe. Sie haben nicht zufällig Interesse an ein paar leckeren Kindern? Oh, nee, er hat diese komischen anderen Viecher da, was ist auch, wenn er irgendwelche grünen, blauen Pfannkuchen Menschen, Kinderfresser. Und Sie haben nicht zufällig Interesse an ein paar leckeren Kindern? So ein Zufall. Die kosten genau 5 Slotti. Aber Herr Rufus, Sie können uns doch nicht einfach so an fremde Leute verkaufen. Psst, jetzt. Das ist eine Erwachsenenunterhaltung. Keine Sorge, Junge. Ich bin nicht interessiert daran, mir von irgendeinem dahergelaufenen Dummkopf Kinder andrehen zu lassen. Ich will ja nicht so enden wie meine Mutter. Ich will nicht so enden wie meine Mutter. Yummy, yummy, lecker Kinderchen. Yummy, 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 lecker Kinderchen. Jetzt neu. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich bin nicht interessiert an deinen Belgern. Wenn ich wollte, könnte ich ein ganzes Getreidesilo voll von den Dingern haben. Aber ich habe mich nun einmal für die Karriere entschieden. Also ihre Mutter hat gerne Kinder gefressen anscheinend. Aber warum denn? Es war doch gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Das Wasser ist wärmer geworden. Hat er erstmal darin gepinkelt, ey. Wo geht's denn hier lang? Erstmal gucken. Oha. Hier los. Okay. Guck mal, da mal wieder Gungrung. Hier, der sieht aus, Äffchen. Das ist ein Äffchen. Sieht aus wie von Aladdin, der Abu. Drehorgelspieler. Türsteher. E ist gleich MC Quadrat. Und der kann anscheinend so gut Mathe. Muss man aufpassen. Kann man bestimmt nicht rein, da war die richtige Lösung, ich sag. Och Mann, was machen die denn hier alle und die verhungern doch? Wagenheber. Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Ja, etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Was könnte das nur sein? Eine Kurbel, hast du doch schon gesagt, Jung. Kurbelauswurfknopf. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Okay. Naja, Sprosse. Achso, ich komme hier so wieder hoch.
Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Ach, ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey, psst. Geht pielen, aber nicht... Ach, keine Ahnung. Irgendwie ist es gerade komisch gewesen, ey. Oh Gott, Mitschnacker. Niedlich. Sie haben ja schon Freunde gefunden. Ja, klar. Geht pielen und dann kommt da so ein Mitschnacker und... Entschuldigung. Freunde gefunden. Auf jeden Fall. So, ich gehe dann mal, weil es mich gerade so neugierig macht, zu Google. Was ist jetzt hier? Ach, ein Heizstrahler. Eine elektrische Wärmequelle für den Hausgebrauch. So ein neumodischer Schnickschnack. Was ist aus dem guten alten Dachstuhlbrand geworden? Ja, das frag ich mich auch. Gut, dann gehen wir mal zu Gun und June. Gun, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Oh nein. Alles, nur das nicht. Ist das ein Freund von dir? Weit davon entfernt. Himmel, Gun. Warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Der war mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Laufen. Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe drei. In Worten... drei verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß, du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur, Seilbahnhof. Ha, wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber gut. Na gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Wo hat er die denn aufgegabelt, sag mal? Hat er ihr den Schuh angeboten, weil sie den Schuh verloren hat, oder was? Hier rauf, warum geht denn nicht? Na gut. Ach ja. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle. Ein wärmendes Lagerfeuer. Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hätte dir Spaß gehabt. Spaß? June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Gun nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal... Da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genau so zu stinken wie die. June, glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und Stand jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Ja, war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Oh, es ist süß, die beiden. Hauptsache, wir haben uns einander. Bisschen eng die Kabine, aber ja. Ihr beide seid so. Ihr beide seid so. Kleines Smalltalk. Ja, so mit allem drum und dran. Knick, knack. Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super.
auch Knickknack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat nochmal so richtig einen Neustart bekommen. Oh ja, wie ist Ghoul? Goon meine ich, nicht Ghoul. Oh. Von Ghoul. Also beziehungsweise, dass sie so und so ist. Hä? Darüber haben wir uns doch noch nie unterhalten. Und ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, 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 das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus? Eine Villa. Die schönste Hausvilla für das schönste Paar von Porta Fisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, 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 Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Goon, was ist denn los mit dir? Ja, verstehe ich auch nicht. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Goon. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Goon, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Goon, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss, um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, 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 nichts tun. Es ist gut, hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Wie haben die sich denn kennengelernt? Das würde mich mal interessieren. Durch das Ganze haben sie sich ja kennengelernt. Ja, und wie? Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Ja. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Ja, klar. Glücklich im Rindstein, ihr Spaßvögel. Nee, aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Sag ich nie. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Goon? Goon, zitterst du etwa? Oh, halt mich. Oh. Ah, nicht, dass sie sich wegen Rufus nachher trennen oder streiten oder so, ja? Wir sehen uns. Bitte, bitte, bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Goon,